Alle Mann an Deck, die Leinen los und die Segel gesetzt für das Marktupdate Klar Schiff. Marktupdate Klar Schiff. Herzlich willkommen zum Marktupdate Klar Schiff. Ich bin Andreas Lipko und natürlich wieder mit dabei Philipp. Moin. Ja, wir haben viele Fragen von euch, die wir in diesem Format klären. Viele Fragen kommen eben bei den Marktupdate-Live-Formaten ran. Die passen aber alle nicht in den zeitlichen Rahmen. Deswegen haben wir das Klar Schiff hier gemacht, um eben genau auf diese Fragen eingehen zu können. Und das werden wir heute tun. Aber natürlich, wie es sich zur vorweihnachtlichen Zeit gehört, haben wir ein Adventskalender-Türchen, was heute aufgemacht werden muss. Und zwar die Nummer 9. Sehr gut. Ja, ich passe ja auf. Ich habe auch die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, was wird da Spannendes in Türchen Nummer 9 sein? Ich bin auch ganz gespannt. Wer das da wohl reingetan hat, keine Ahnung. Jetzt will es nicht rauskommen. Ich vermute mal, das Christkind oder wir machen den Adventskalender. So. Meine zitternden Hände haben Mühe, dieses Papier zu entfalten. Inside. Oh ja, Inside. Und so ein Zufall. So ein Zufall, genau. Und wir reden hier über das amerikanische Pharmaunternehmen Inside, was ja auch bekannt ist unter anderem durch die Kooperation mit Morphosis. Morphosis hatten wir, glaube ich, am Montag auch besprochen. Richtig. Und genau, Inside ist ein großer amerikanischer Pharmazie- oder pharmazeutischer Konzern, der sich eben spezialisiert hat im Bereich der Krebserforschung und Immunologie, also Präparate zur Heilkunde eben oder therapeutischen Behandlung von Erkrankungen und war damit in der Vergangenheit ganz erfolgreich, hat jetzt auch vor kurzem wieder zwei neue Krebspräparate im Schnellverfahren bei der FDA beantragt und ein drittes ist sozusagen im normalen Zulassungsverfahren beantragt worden und hat dazu geführt, dass jetzt insgesamt die Marktkapitalisierung von dem Unternehmen fast 15 Milliarden US-Dollar erreicht hat, also ein sehr, sehr großer Konzern. Wir reden ja auch über ein Unternehmen, was 1773 Mitarbeiter ungefähr beschäftigt und eben natürlich durch Produktverkäufe, Lizenzeinnahmen und dergleichen eben hauptsächlich die Erlöse damit erreicht. Dividenden werden nicht ausgezahlt, das ist aber auch nicht unüblich für Biotechnologiekonzerne, weil hier eben sehr viel für die Forschung und Entwicklung aufgewandt wird. Und das heißt, die Gewinne, die das Unternehmen, der Konzern erzielt, werden entsprechend natürlich in die Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten entsprechend investiert. Ist nicht unüblich, somit kann man praktisch sagen, dass Biotechnologie insgesamt so eine Art Growth-Aktien bzw. Growth-Branche ist und demzufolge Inside dazugehört. Und damit haben wir das Türchen 9 erledigt und wenn ihr eben das Türchen 10 sehen wollt, dann müsst ihr auf meinem Kanal bei YouTube schauen, da wird nämlich werden die Türchen 10, 11 und 12 aufgemacht und am Montag dann wieder hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect dann das Türchen 13. Richtig. Ne? Genau, sozusagen das geht es dann in die Endrunde kurz vor Weihnachten. So, ich würde aber vorschlagen, jetzt sind wir damit durch. Zumindest haben wir erstmal das Adventsthema geklärt, das Adventskalender-Thema. Und du kannst jetzt die vorbereiteten Fragen raushauen. Genau, dann machen wir gleich mal, legen wir los mit der Medios AG. Medios AG, genau, die hatten wir an dieser Stelle auch des Öfteren gehabt, aber immer wieder in größeren Abständen, sodass ich gedacht habe, okay, nehmen wir sie mal wieder rein. Es ist ein deutsches Unternehmen, sitzt in Berlin, meiner Heimatstadt, wenn man so möchte, und ist dadurch bekannt geworden, dass man eben sehr, sehr viele vielversprechende Pharmaunternehmen aufgekauft hat, die Präparate hatten, die vielversprechend sind und die sozusagen durch Kooperation, durch Aufbereitung, durch weiter, wie soll man sagen, Vermarktung eben dann richtiges Marktpotenzial entfalten können. Da war Medios in den letzten Monaten nicht untätig gewesen. Man hat sehr, sehr viele Unternehmen gekauft. Das sieht man auch in den Quartalzahlen. Der Konzernumsatz stieg nach den letzten Zahlen im Zeitraum Januar, September um satte 118% auf 989 Millionen Euro nach 453 Millionen Euro im Vorjahr. Und das zeigt eben, dass die Expansionsstrategie zumindest sich auch da ganz klar äußert. EBIT entsprechend auch hochgegangen auf 28,1 Millionen, was ein Plus von 175% entspricht. Und auch das EBT kletterte entsprechend um 202%. Hört sich jetzt alles sehr, sehr gut an, denke ich mal, ist auch eine sehr interessante Story insgesamt. Bloß man muss hier aufpassen, wenn viele Unternehmen übernommen werden, ist natürlich die Gefahr auch groß, dass entsprechend viele Abschreibungen vorgenommen werden. Wenn sich das entsprechend nicht als lohnend erweist, beziehungsweise Abschreibungen müssen eh vorgenommen werden, und das könnte dann irgendwann mal so ein bisschen so ein kleines Problem darstellen. Da kenne ich einige Beispiele noch aus den, 2000er-Zeiten. Da gab es auch Beteiligungsunternehmen, die haben etliche Technologieunternehmen gekauft, die nicht bei drei auf dem Baum waren. Cisco zum Beispiel war so ein Unternehmen, die hatten teilweise 200 Übernahmen im Jahr gehabt. Das war also unvorstellbar. Die haben praktisch jeden Tag
ein Unternehmen gekauft. Das führte dazu, dass in den Jahren 2002 bis 2005, glaube ich sogar, die Unternehmen dann abgeschrieben werden mussten, weil natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Sprich, alle Unternehmen waren auch entsprechend nicht werthaltig. Und das kann dann passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei Medios genauso ist. Ich sage halt nur, dass solche Strategien auch oft nach hinten losgehen können. Demzufolge Medios, denke ich, ist interessant für mich, klassische Halteposition. Das heißt, wenn ihr die Aktien habt, auf jeden Fall im Depot halten. Die Story ist ja noch intakt. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Da kann man überhaupt nicht dran mäkeln. Ich wollte halt nur noch mal das kleine Risiko, das Risiko generell aufzeigen, was eben passieren kann durch solche Expansionsstrategien, wenn man sich sozusagen Ergebnisse und Umsätze extern einholt und nicht wirklich organisch operativ wächst. Das sind zwei himmelweite Unterschiede, das muss man halt wirklich auch sehen. Aber ansonsten, Medios interessant, durchaus eine interessante Strategie und muss sich eben auch zeigen, wie es in Zukunft weitergeht. Für mich eine schöne Beobachtungs- oder eine Haltposition und auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat. Schön. Dann machen wir weiter mit einem traditionsträchtigen Titel. Ich stelle mir ja so vor, wenn dann so ein Cowboy nach einem langen, harten Trail in Santa Fe einreitet, dann wird er seinen Lohn natürlich mit hartem Whisky, schnellen Frauen und hübschen Pferden irgendwie erstmal verprassen. Aber das, was übrig bleibt, das bringt er dann rüber zur Western Union, richtig? Höchstwahrscheinlich war das mal so. Western Union ist ein Bezahldienstleister, da hast du vollkommen recht. Der ist auch schon sehr, sehr lange aktiv, da hast du auch recht. Wir können uns mal den Chart hier auf langfristig ansehen, da sieht man eben, na gut, wir haben jetzt nur die Historie bis 2007, aber die sind wahrscheinlich durch Übernahmen, dass eben da das Unternehmen neu formiert ist, aber die gibt es schon einige Jahre. Klassisches Covid-Opfer, wenn man so will, weil Western Union tatsächlich davon gelebt hat oder davon lebt, dass man eben tatsächlich in einen Western Union Store geht, also meistens ist das ja ausgelagert, dann was ich so hier in Deutschland ist es oftmals so kleine Schreibwarenläden und so, die diesen Service noch mit anbieten oder eben oftmals Wechselstuben oder sowas, wo eben sowas auch angeboten wird, da zahlt man dann sein Geld ein. Und das Geld wird dann sozusagen per Verrechnung an einer anderen Stelle irgendwo auf der Welt, wo eben auch ein Western Union Laden ist, entsprechend zur Verfügung gestellt für jemand anderes, der es braucht. Insgesamt ein interessanter Service, hat so ein bisschen was wie Hawala, gibt es eben im Arabischen, ist ein ähnlicher Bezahldienst-Service, so das ungefähr. Das ist Eastern Union. Das ist dann Arabic Union wahrscheinlich. Ah, okay. Nein, kleiner Scherz. Aber nee, auf jeden Fall so ähnlich, Hawala Banking, genau, ist so ähnlich konzipiert. Und so läuft das halt bei Western Union auch. Ist aber natürlich klar, wenn keiner mehr in die Läden gehen kann, das heißt, keiner geht mehr raus, weil im Lockdown ist, kann natürlich auch keiner mehr Geld einzahlen, ergo auch kein Geld mehr abholen. Das hat eben bei Western Union vollends eingeschlagen. Ich denke, der Konzern braucht noch ein bisschen, weil wenn er jetzt eben genau noch diese Unsicherheiten hat, ähnlich so ein bisschen wie in der Reisebranche, weiß man auch nicht genau, wann geht es wieder los, wie geht es halt weiter. Und deswegen ist noch ein bisschen Verunsicherung bei den Kunden da. Ich denke, in 1 bis 2 Jahren könnte sich das dann eben widerlegen. Die Aktien sind interessant, die Bewertung für den Finanzdienstleister, 8er KGV ist durchaus interessant. Die Dividendenrendite 5,48% vor Steuern würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die tatsächlich in dieser Form dann eben auch ausgezahlt wird, wenn das operative Geschäft momentan so ein bisschen angeditscht ist. Ich glaube aber, dieses Netzwerk, was eben gebaut wurde, ist etabliert, angenommen worden, ist auf jeden Fall ein Geschäft, was interessant ist. Hier muss man auch sehen, Blockchain-Technologie könnte mal so ein Problem werden. Denke ich aber erst so in 5 Jahren, dass das tatsächlich auch den Payment-Bereich durchdringen wird. Dann hat auch nicht nur Western Union, sondern auch PayPal und alle anderen Probleme. Aber bis dahin ist das sicherlich eine ganz interessante Ergänzung zu den klassischen Online-Payment-Abwicklern. Kann man sozusagen PayPal in der analogen Welt, wenn man so will. Also interessant, aber wie gesagt, da braucht man ein bisschen Zeit. Gut, dann nächster Wert hier, na da schau her, dann her. Der ist ja eigentlich auch schon Stammgast hier und wir müssen ja öfters eher rausfiltern, die nicht reinzunehmen, als sie wirklich hier zu besprechen. Jetzt hat es sozusagen wieder in die Top 10 reingeschafft. Danaher ist bestimmt dem einen oder anderen Zuschauer schon mal bekannt, ist ein Unternehmen, ein klassischer Mischkonzern aus den USA, auch vertreten in dem S&P 100 sogar, also gehört zu den 100 größten börsengelisteten amerikanischen Unternehmen. Wenn man sich den Chart ansieht, kann man ganz schnell erkennen, wo die ihren Haupt- oder wo die einen Schwerpunkt zumindest haben. Natürlich im Gesundheitswesen, Testsysteme, Analysesysteme werden unter anderem hergestellt. Klassischer Maschinenbau-Mischkonzern, also die machen alle möglichen Messgeräte und sowas. Und eben auch unter anderem natürlich Laborausstattung. Laborausstattung wurde mehr nachgefragt durch PCR-Häufigkeit, PCR-Test-Häufigkeiten. Und davon hat Danaher halt auch profitiert. Ja, ich würde jetzt, sage ich mal, diesen Gesundheitssparte schon so ein bisschen als zukünftiges Problemkind sehen, weil natürlich diese Bäume auch nicht unendlich in den Himmel wachsen. Das heißt, ich glaube, dass wir hier einfach schon eine sehr ambitionierte Bewertung in diesem Bereich sehen. Jetzt muss ich eben zeigen, ob die anderen Bereiche, wo in Dana ja natürlich auch noch tätig ist, also das heißt, es werden ja nicht nur Testsysteme für Gesundheitswesen, / Laborausstattung gemacht, sondern eben natürlich auch in anderen Bereichen ist man ja entsprechend unterwegs.
Das muss ich jetzt zeigen, ob man das dann im Endeffekt auffangen kann, den vielleicht eventuell eintretenden Umsatzrückgang aus dem Gesundheitswesen, dass der eben durch die anderen Kernbereiche ausgeglichen werden kann. Für mich eine Beobachtungsposition. Also wenn man die hat, auch eine schöne Halteposition. Ich würde nicht unbedingt reinspringen, da würde ich mir tatsächlich mal ein, zwei Quartale erstmal ansehen, wie sich die Umsatzentwicklung darstellt, natürlich auch die Gewinnentwicklung. Aber wie gesagt, für mich kein Grund, jetzt da reinzuspringen. Gut, und darf man dann reinspringen wenigstens in die Shop-Apotheke? Nur ganz kurz? Na ganz kurz, da kann man auch länger rein. Ich finde die nach wie vor interessant. Also ich muss sagen, das Geschäftskonzept von der Shop-Apotheke ist natürlich beschleunigt worden durch die Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr und weiter fortfolgend. Aber was ganz interessant ist, bei der Shop-Apotheke immer wieder darauf hingewiesen, ihr müsst, oder die Zuschauer, diejenigen, die sich für dieses Unternehmen interessieren, man muss gucken, wie sich das Geschäft fällt. Verschreibungspflichtige Medikamente entwickelt, / E-Rezept. Das ist wirklich genau aus meiner Sicht der Equity Case, also genau der Showcase, wo es eben drauf ankommt, wo sich das Unternehmen zukünftig eben auch herausstellen kann und wo man wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Alles andere, was sozusagen nicht verschreibungspflichtig ist, das kann man über Amazon kaufen und über alle anderen Online-Stores, die sowas anbieten, weil da eben die Markteintrittsbarriere nicht so hoch ist. Alles, was verschreibungspflichtig ist, da ist man in einem komplett anderen Feld und das ist für mich der absolute Wachstumsmarkt. Und das ist auch genau da, wo aus meiner Sicht heraus die Fantasie steckt. Und man konnte schon einige E-Rezepte jetzt tatsächlich auch schon einlösen. Da gab es ja auch so ein bisschen Hassel, dein Gesundheitsministerium ist nicht so schnell hinterhergekommen mit der Entwicklung oder hat die nicht freigegeben. Da gab es also auch ein bisschen Gezeder und Gemurre da in den letzten Quartalen. Aber jetzt rollt das Ganze an und ich glaube, das ist genau die Story, die bei Shop-Apotheke drin ist. Deswegen, ich finde die Aktie nach wie vor interessant. Ganz wichtig hier, man braucht Nerven. Also nichts für wirklich Leute, die Witwen- und Waisenpapiere haben wollen, wo wirklich sozusagen der Kurs aussieht wie eine Flatline, sondern wirklich, hier ist halt Musik drin, da hat man Pfeffer im Depot dann halt entsprechend oder in der Börsensuppe und das muss man halt auch sehen und natürlich auch entsprechend dann berücksichtigen. Also von daher eher was für risikofreudige Zuschauer. Genau, auf wie viel Risiko dürfen wir uns freuen bei Shell? Ja, Shell hat es erkannt. Die hatten wir hier mal so ein bisschen als Prügelknabe der Ölindustrie, auch in den letzten Ausgaben. Da hat der Shell eher, anstatt sich hier in Richtung regenerativen Energie zu positionieren, eher darauf eingelassen, die Bilanz aufzupolieren. Da hatte ich auch kurz mal ausgeführt, warum man das macht, eben durch ESG-Gelder, die dann zukünftig mehr in Richtung der Unternehmen fließen werden, die sich nicht ESG-konform verhalten. Das heißt, man muss da sehr, sehr viel nachbessern. Man muss in der Bilanz Schulden abbauen, wesentlich besser dastehen, damit man eben genau diesen Abschlag, den Investoren zukünftig vornehmen, entsprechend durch eine bessere Bilanz aufpolieren kann. Das hat Shell zumindest mal getan. Was aber jetzt ganz interessant wird bei dem Unternehmen, das Management hat tatsächlich jetzt hier nochmal richtig aufs Gas getreten, hat einige Projekte, Ölförderprojekte im Atlantik, also ich glaube, es ist ein ganz großes Projekt, auch entsprechend die Anteile verkauft, will sich jetzt auch mehr auf regenerative Energieerzeugung fokussieren, was nicht heißt, dass es jetzt auf einmal ein kompletter grüner Konzern ist. Also hat immer noch sehr, sehr viel natürlich mit Erdölförderung, fossilen Brennstoffen zu tun, aber man ist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal in Richtung Investorenschaft, dass man eben sagt, okay, wir gehen euren Forderungen nach, wir richten uns neu aus. Hier wäre ja Total Energy zum Beispiel zu nennen, ehemals Total SA, hat ja eben auch diesen Fokus der Energieerzeugung eben jetzt nach vorn auch durch die Namensgebung gebracht. Ähnlich sehe ich bei Shell auch. Das heißt, hier könnte tatsächlich noch einiges Nachholpotenzial drin sein. Ich finde die Aktie interessant. Ich bin da sowieso nicht so stark darauf fokussiert, immer nur in ESG-konform jetzt zu investieren, weil da einfach unheimliche Aufgelder momentan gezahlt werden. Wir haben hier ganz viele regenerative Energieunternehmen, die sind interessant, klar. Aber man hat eben auch gesehen, wie stark die schon im Kurs gestiegen sind. Und da ist richtig Fantasie drin, schon eingepreist, sehr viel Optimismus und da kann natürlich auch mal die ein oder andere Luft rausgelassen werden. Also Shell auf jeden Fall dahingehend interessant, weil da das Nachholbedarf, da Nachholpotenzial auf jeden Fall drin ist. Okay, und wie viel Potenzial steckt in Lightspeed Commerce? Lightspeed Commerce ist so ein bisschen der kleine Bruder von Shopify im weitesten Sinne. Und deswegen fand ich ihn ganz interessant, auch hier für die Dreingabe, eben, dass wir uns die mal genauer ansehen. Das Problem ist natürlich, wenn du einfach im Bereich, also die stellen Shop-Lösungen her für kleine Unternehmen. Das hat natürlich ganz gut funktioniert, zumindest im Jahr 2020 und also die Quartale, die Monate danach. Aber irgendwann ist eben auch da der Drive draußen. Wenn du nicht so groß bist, und das ist auch immer genau das Credo, was ich auch sage, Big is Beautiful, ist wirklich ganz, ganz wichtig, gerade bei den großen Technologiebereichen, Technologiesektoren. Da haben kleine vielleicht mal Sinn, so ein bisschen da ein Stück was vom Kuchen abzuknabbern, aber
Das ist eben tatsächlich so, wenn dieses Stück abgeknabbert wurde, dann kommen die eben nicht an den Kuchen ran, weil der Kuchen ist verteilt. Da sind eben die Großen drin, da sind eben die Amazons, die Shopifys dieser Welt vertreten, die Ebays im weitesten Sinne, die halt wirklich da als Platzhirschen eben drauf sitzen. Und dann profitieren halt kleinere Unternehmen mal davon, aber halt auch nicht dauerhaft und auch nicht nachhaltig. Und das ist genau das Problem. Da muss man eben entweder durch Innovation glänzen oder eben durch besonderen Service oder Preis-Leistungs-Verhältnis oder sowas. Und das ist halt bei Lightspeed in dieser Form nicht gegeben gewesen. Das hat man eben auch gesehen, dass hier sich im Quartalsergebnis halt nicht so berauschend dargestellt haben. Deswegen dieser große Absturz für mich eher eine Position, da würde ich sagen, meiden erstmal, maximal beobachten, wirklich zwei Quartale abwarten, weil das reicht nicht nur ein Quartal, sondern hier muss man wirklich sehen, dass der Basiseffekt aus 2020 komplett ausgepreist ist und das hat man dann erst zum Jahresende und dann kann man eben am folgenden ersten Quartal 2022 sehen, wie das Geschäft tatsächlich läuft und dann kann man die Aktien eventuell neu bewerten. Ansonsten finde ich sie momentan zu risikoreich. Weiter geht's mit Baby Biotech. Ja. Alter, neuer Marktwert, oder? Genau. Baby Biotech ist tatsächlich auch schon, oh Gott, 20 Jahre an der Börse. War auch, glaube ich, einer mit der ersten im sogenannten Nemax 50 mit. Mhm. Ne? Jetzt ein Schweizer Unternehmen, deswegen müssen wir hier mal umswitchen. Weil es eben, genau, Moment. Wofür steht BB eigentlich? Basel-Böblingen? Könnte sein. Weiß ich jetzt gar nicht, direkt gar nicht. Ich glaube, so hieß die Gesellschaft generell. Es gab nicht auch eine Baby Metech. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwas mit Basel, Bern oder irgendwie, keine Ahnung. Genau. Ich finde das eine ganz interessante Alternative, wenn man eben im Bereich der Biotechnologie investieren will, weil das Unternehmen zum Beispiel sehr, sehr große oder eine Position in Moderna hat. Man hat aber unter anderem in Ionis Pharma, in Argenix, in Neurocrine, Alnylam. Das hat sie gerade angehört, dass wir vom Weihnachtsmarkt gekommen sind. Das ist ein Punsch zu viel. Ein Punsch zu viel, genau. Nein, Alnylam, Insight und Agios bzw. Vertex. Hier ein paar Kandidaten auch bei, die ja auch immer wieder nachgefragt werden. Deswegen finde ich das auch ganz spannend. Für mich durchaus wirklich eine Alternative, wenn man eben im Biotechnologiebereich investieren will. Nicht hart in ein Unternehmen oder in eine Einzelposition, weil die eben zu risikoreich ist. Ist Baby Biotech eigentlich ganz interessant. Das zeigt eben auch hier so ein bisschen Langfristchart, wie sich das natürlich entsprechend entwickelt hat. Also von daher, man hat schon eine gewisse Glättung halt auch drin. Biotechnologie ist auf jeden Fall ein hochspekulatives Segment. Das muss man halt immer wieder auch sehen, weil kommt da einmal eine schlechte Nachricht für ein Unternehmen, dann zerreißt es oftmals nicht nur das Unternehmen, sondern die ganze Branche. Also aus diesem Bereich Krebstherapie oder Krebsparat oder sowas. Und das muss man halt auch sehen. Entsprechend ist so ein Konstrukt, so ein Beteiligungsunternehmen wie Biotech durchaus interessant. Und ich finde die auch mit der Bewertung 13er KGV, man kriegt eine Dividendenrendite 5,33% Vorsteuern. Wie gesagt, wichtig ist eine Schweizer Aktie, ergo entweder in der Schweiz direkt kaufen, könnte von den Spesen ein bisschen teuer sein oder eben über die Handelspartner von uns, über deren Handelsplattform, also nicht an einer Börse, weil die Schweizer Aktien, und darüber hast du ja auch schon mal lange referiert, vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen und fortfolgend. Genau. Ja, entsprechend nicht mehr an den deutschen Börsenplätzen gehandelt werden, sondern nur noch außerbörslich, das heißt über dann entsprechende Handelsplätze. Aber ich finde die interessant. Über Live Trade, genau. Ja. Und wir machen weiter mit der IPO von Tonys oder wie sie das immer aussprechen mag. Ja, ich würde jetzt auch Tonys sagen, das sind diese kleinen Figuren, die man auf so ein Podest stellt, und dann werden irgendwelche Geschichten erzählt und so. Die sind auch an die Börse gegangen über einen SPEC, über einen deutschen SPEC-Deal. Und ja, die Story insgesamt ist schon ganz spannend. Nach eigenen Angaben sind 2,4 Millionen Tony-Boxen verkauft worden. Ich glaube in Deutschland 25 Millionen insgesamt. Ist sicherlich interessant. Würde ich aber aufgrund der kurzen Kurshistorie vielleicht erstmal beobachten. Das heißt, wenn ihr investiert seid, dann kann man investiert bleiben. Aber ansonsten ist das für mich so ein Spec-Deal, da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Wir haben ja ganz, ganz viele Beispiele gehabt, die gerade nach dieser ersten Euphoriephase einfach nochmal kalt erwischt worden sind, weil man eben genau zum Zeitpunkt des Spec-Deals einfach die Bewertung hinnehmen muss. Und die ist oftmals nicht unbedingt nach Kriterien gemacht worden, wo eben, sag ich mal, über ein klassisches IPO-Verfahren, sondern da legt man halt einen Wert fest, sagt, okay, der Börsenwert ist halt so, dann wird der Spec entsprechend gefüllt mit dem Anteil von dem Unternehmen und dann ist die Bewertung auf einmal da und da müssen oft Unternehmen erstmal reinwachsen, deswegen ist Tonys für mich oder Tonys für mich zumindest ein Unternehmen, würde ich beobachten, ich würde da jetzt nicht mehr hinterher springen, da ist eben genau die Frage, ob die in die Bewertung reinkommen oder nicht und deswegen beobachtungswert. Gut, es ist ja Vorweihnachtszeit, Zeit für
herzerwärmende Geschichten und romantische Gefühle. Was liegt da näher als Exoskelette? Genau. Und Exoskelette ist ein Thema, da brauchen wir uns eigentlich kaum noch, doch ein paar Charts, wenn wir uns gleich mal ansehen. Das sind im weitesten Sinne die Skelette, die sozusagen dafür helfen können, dass eben zum Beispiel Lagerarbeiter oder eben durch Unfall geschädigte, Querschnittsgelähmte entsprechend wieder durch diese Konstrukte entweder wieder laufen können, beziehungsweise dann auch schwere Lasten heben können. Also eigentlich ein ganz interessanter Bereich, der sicherlich auch zukünftig noch mehr in den Vordergrund treten wird, weil natürlich das einfacher ist, wenn ein Mensch entsprechende Dienste ausführen kann, als wenn man da tatsächlich einen Roboter ranlässt, weil die Programmierung entsprechend aufwendig ist und da halt einfach viele Störfaktoren eine Rolle spielen. Das ist so ein Zwischending, so ein humanoider Robotik-Systematik, und das ist halt ganz spannend, deswegen habe ich das auch nochmal reingenommen. Da gibt es ein paar Unternehmen, die da auch schon sehr erfolgreich unterwegs sind. Einige bekannte oder ein bekanntes Unternehmen wären die Lockheed Martin, ein amerikanisches Unternehmen, die auch einen Teil da drin eben in diesem Bereich der Exoskelette eben dann aus operativ eben tätig sind. Hier also nur mal namentlich genannt, ohne große Bewertung. Dann gibt es eben noch Parker Hannifin und Exobionics. Exobionics sind aber nicht börsennotiert, deswegen also vielleicht Lockheed Martin wäre so ein Unternehmen, da könnte man mal drauf schauen, als eben auch ein großes Unternehmen ist und nicht nur fokussiert ganz klar eben auf dieses Thema, weil ich würde da mal ein bisschen feuchtig sein. Die Frage ist, welche Technologie wird wirklich angenommen, wie stark kann man die hochskalieren? Und deswegen ist es halt immer gut, wenn man eher vielleicht in ein Unternehmen investiert, die das als Randbereich mit drin haben, weil man dann die Sicherheit hat, dass das sowieso schon gut operative Geschäft so ein bisschen dieses Risiko auffangen kann. Thema ist interessant, aber für mich noch nicht so weit, dass ich wirklich auf ein Unternehmen dezidiert entsprechend investieren würde. Gut, also nur für Anleger mit Rückgrat und dicken Fell. Oder ein Exoskelett. Genau. Okay, wir machen weiter mit den Cobots. Cobots. Genau. Das ist aus der gleichen Ecke. Cobots sind Cooperatives Robotics, also sind kooperative Roboter, die helfen. Also du hast die sozusagen nicht an, sondern die stehen dabei. Das wäre sozusagen, wenn du jetzt nicht hier wärst, dann könnte ich hier einen Philipp als Roboter einsetzen. Der würde mir das dann, eine Alexa wäre das vielleicht im weitesten Sinne, die dann die Fragen vorliest und dabei irgendwas noch machen kann. Ich habe dich nicht verstanden. Genau, wir haben ja auch Syrexa hier mal gehabt. Ja, stimmt, wusste genau. Ich eigentlich. Machen wir wieder einschalten, mal gucken. Die müssen wir mal, genau, vielleicht die auch noch irgendwo da mal sehen. Also genau, das wäre sozusagen klassischer Cobot. Und da gibt es halt auch einige Unternehmen, wie zum Beispiel die Schweizer ABB und die KUKA. Aber die kann ich mal beide aufrufen, weil die sind tatsächlich auch börsennotiert. Und setzen sich mit dieser Thematik auseinander. Ähnliche Ausgangssituation wie auch bei den Exoskeletten. Ich würde hier nur auf Unternehmen setzen, die bereits wie eine ABB schon sehr fest im Sattel sitzen und nicht dezidiert auf Unternehmen investieren, die sich sehr stark darauf spezialisieren, weil das einfach auch ein Bereich ist, der momentan noch sehr eng oder sehr spitz ist und der sich erst langsam ausweitet und von daher einfach die Gefahr ist, dass hier Unternehmen ganz schnell einfach in Bedrohung kommen können. Also ist ein sicherlich ein interessantes Thema, das wird aber erst in 3, 4, 5 Jahren richtig hochkochen, demzufolge dann eher auf Unternehmen ausweichen, die sich damit auch als Randthema beschäftigen. Gut, und passt natürlich auch noch ein Randthema, weil das Ganze unten auf der Liste steht. Wasserstoffverbrennungsmotoren. Genau, und wir reden hier nicht über Brennstoffzellen, das ist auch ganz wichtig, sondern wirklich über Motoren, die Wasserstoff verbrennen. Und ich denke, da ist der Zuschauer oder die Zuschauerin wahrscheinlich drauf gestoßen worden, weil Deutz vor kurzem eine Nachricht bekannt gegeben hat, dass man jetzt Lkw-Motoren herstellen will, die tatsächlich mit Wasserstoff, also Verbrennungsmotoren durch oder mit Wasserstoff entsprechend funktionieren sollen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der Unterschied zwischen den normalen fossilen Brennstoffen mit Benzin liegt darin, dass der Wirkungsgrad wesentlich größer ist, weil du hast nicht mehr diese Problematik, dass du sozusagen Flüssigkeit verdampfen, erstmal gasförmig machen musst und dann verbrennen, sondern du hast ja das Gas schon, was sozusagen aufgrund des geringeren Drucks bzw. dann eben der Temperaturzunahme entsprechend gasförmig wird. Und das ist halt das Interessante dabei. Und da ist eben Deutz dabei, hat eben eine Technologie für LKWs entwickelt, was natürlich dann bedeutet, wenn entsprechende Motoren laufen, was passiert? Da kommt nur Wasser raus eigentlich im Endeffekt. Wenn du Wasserstoff verbrennst, kommt nur Wasser raus. Und das ist halt mega umweltfreundlich. Du hast halt eine Bewegungsenergie dann drin. Wobei der Wirkungsgrad dann insgesamt, wie das dann umgesetzt wird, denke ich mal nicht so hoch ist wie beim Elektromotor, weil du ja noch sogar mit Getriebe und so ein Zeug dann drin hast. Da geht auch viel Energie verloren. Also genau genommen kombiniert so ein Wasserstoffverbrennungsmotor
die Nachteile der Wasserstofferzeugung, nämlich hoher Energiebedarf, ja, mit der Ineffizienz eines Verbrennungsmotors. Also eigentlich ist es Quatsch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Anwendungsgebiete gibt, wo das Sinn macht. Und man kann vielleicht, ich weiß nicht genau, wie weit Doyle seine Technik hat, aber von wahrscheinlich bestehenden Dieselmotoren umrüsten, ja, auf Wasserstoff. Das könnte natürlich dann so eine kostenfreundlichere, genau, Alternative sein. Ja. Ich denke, das geht auch in Richtung Flottenmanagement. Das wird tatsächlich, da ist aus meiner Sicht heraus auch gerade bei solchen, also es ist nicht nur Deutz, es ist auch eine normale Liebherr, aber das sind zwei Unternehmen, die sind nicht gelistet, als auch der Ölkonzern Chevron, die sind auch dabei. Die wollen übrigens, das fand ich ganz spannend, Chevron will mit Caterpillar zusammen eine Lokomotive bauen, die eben dann entsprechend auch angetrieben werden. Und da geht es eben jetzt nochmal zurück zu dem Punkt Flottenmanagement. Das heißt, wenn du LKWs hast, die natürlich dann entsprechende Betankungsstationen haben, entsprechende natürlich auch Instandhaltungshallen, mhm, und so weiter und so fort, dann ist es für so ein Unternehmen natürlich einfacher, wenn ich dann genau eben anstatt einer Zapfsäule mit Benzin eine Zapfsäule mit Wasserstoff habe, plus dann halt natürlich auch der Service, der eben die Motoren entsprechend pflegt, auch weiß, okay, es ist ein Verbrenner und nicht, dass du auf einmal, mhm, keinen Mechaniker mehr brauchst, sondern einen Elektriker. Das sind ja auch alles Dinge, mhm, das hört sich so profan an. Das sind aber tiefgreifende Prozesse, die sich da tatsächlich ändern. Wir reden ja hier nicht über Speditionen, die nur 2 LKWs haben, sondern teilweise, es gibt ja wirklich große Speditionen mit mehreren 100 oder 1000 Fahrzeugen sogar und die haben solche Probleme. Und das sind aber auch genau die Treiber, die so eine Technologie dann eben auf- und annehmen können. Und da haben wir hier auch immer wieder darauf hingewiesen oder ich halt auch, dass der Wasserstoff oder die Wasserstofftechnik aus meiner Sicht heraus im B2B-Bereich eine Zukunft, mhm, hat und nicht im B2C-Bereich. Das ist einfach aus meiner Sicht heraus Humbug. B2B ist auf jeden Fall the place to be und es gibt auch noch die amerikanische Firma Cummins, die eben auch in diesem Bereich mit Wasserstoff, Brennstoffmotoren zu tun hat. Ich rufe die mal kurz auf und denke ich mal, das ist zumindest sind erstmal die Unternehmen, die dahingehend spannend sind. Cummins eben ein amerikanischer Automobilzulieferer und eben auch sehr, sehr stark verdrahtet zu den großen Automobilkonzernen und das vielleicht an dieser Stelle nochmal genannt. Damit sind wir auch schon durch. Damit sind wir durch, tatsächlich, ja. Ja, genau, das war... Wie bitte? Padouts. Genau. Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Klarschiff-Folge. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Dann bitte auch schreiben, warum nicht. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in der Kommentarzeile hier ganz einfach reinschreiben, welche Unternehmen ich in dem nächsten Marktupdate live entsprechend mit rübernehmen soll. Wenn euch die nächsten Türchen 10, 11, 12 interessieren, dann guckt auf dem Kanal von mir, Andreas Lipko, bei YouTube rein. Da sind entsprechend dann die Türchen. Und ansonsten müsstet ihr Türchen 13... hier auf dem YouTube-Kanal von COMDirect einfach warten beim Marktupdate. Da wird wieder die Tür von Philipp geöffnet. Nicht nur für euch, sondern auch für das Unternehmen. Ich bin gespannt, was das wohl sein wird. Ansonsten... legt euch wieder hin. Genau. Nein, ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und abonniert den Kanal. Dann seid ihr immer gut informiert. Macht's bis dann. Ciao. Tschüss. Marktupdate, klar Schiff.